Die nächste Regierung, AfD und Werteunion besiegen die Linken. Die Leute, die die politische Bühne kontrollieren, sind ja nicht die Leute, die wir sehen auf der politischen Bühne. Ne? Das müssen wir alle mal verstehen, dass es eine Hand hinter der Hand gibt und dahinter gibt es auch noch eine Hand. Will ich einer sein, der versucht, das Volk zusammenzubringen und mal auf diese ganze politische Scheiße mal einen Fick gibt? So? Weil das ist nicht die Lösung. Die Lösung wäre, dass wir im Volk endlich mal zusammenkommen und uns nicht die ganze Zeit mit irgendeiner Scheiße spalten lassen. So. Ich liebe euch alle, egal ob ich schwarz oder weiß, denn ich spiele keine Rolle. Yo, was geht ab, meine lieben Freunde? Willkommen zu einer weiteren Reaction auf Leon Lovelock Highlights. Und ich hoffe, bei euch zu Hause ist alles gut. Liebe geht raus an die ganze Community. Und zwar ziehen wir uns ein weiteres Video von Lion Media rein. Es geht um das Thema, was in Deutschland auf jeden Fall gerade sehr aktuell ist und Wellen schlägt. So. Die nächste Regierung, AfD und Werteunion besiegen die Linken. Ich habe ja schon öfter meine Meinung abgegeben zu dem ganzen AfD-Thema und dass ich glaube, dass bewusst Oppositionen installiert werden, damit wir das System, also damit wir das Vertrauen ins System nicht verlieren, dass wir dann wieder sagen, okay, wir vertrauen dieser Partei, das ist jetzt was anderes und die sind jetzt wirklich für uns da und die werden uns jetzt retten. Und dann wird es eventuell doch wieder nicht passieren, wie bei vielen Malen davor auch. Aber ich sehe halt ganz viele Leute, die trotzdem da rein vertrauen und sagen, das ist die Lösung für unser Land. Und wir gucken uns das Video jetzt mal an, neutral. Ich gehe nicht zu vorbelastet da rein. Ich liebe euch, Freunde. Lasst einen Daumen nach oben da, schreibt ein Kommentärchen, abonniert den Kanal. Peter geht los. Komm. Und los. Ist dein Ernst, Digga? Einer schreibt gerade, ey, ich habe auch noch einen guten Kanal. Kennt einer Lion Media? Bruder, wo bist du, Digga? Guten Morgen. Ja, herzlich willkommen zum Lion Media Update für Dienstag, den 23. Januar 2024. Heute wieder mit den aktuellen News rund um das politische Geschehen in der Bundesrepublik Deutschland und weltweit. Ja, wie ihr vielleicht schon mitbekommen habt, sind die Bauernproteste gegen die miserable Politik der Ampel noch lange nicht abgeklungen. Tatsächlich hat der Bauernpräsident Joachim Ruckwied für die aktuelle und die kommenden Wochen weitere Proteste und Blockaden angekündigt, da die gerechtfertigten Forderungen der Bauern noch immer kein Gehör bei der Regierung gefunden haben. Doch wie ihr wisst, geht es hier schon lange nicht mehr nur um den Wegfall der Agrardieselsubventionen, sondern die Bauern haben mit ihrem Aufstand die zuvor schweigende Mehrheit aktiviert, die sich in großer Zahl den Protesten anschließt und ihren Unmut bezüglich dessen, was die aktuelle Regierung mit unserem Land anstellt, deutlich macht. Die Bauern haben bereits Nadelstiche gegen das System angekündigt, wollen ihren Einfluss also nutzen, um durch Blockaden bestimmter fragiler Stellen der Infrastruktur Druck auf die Regierung auszuüben, die das grundsätzlich doch mal einfach eigentlich eine gute Sache so, oder? Dass man die Mitte der Gesellschaft mal aufsteht und mal sagt, hier, so geht der Laden nicht weiter, so, weißt du? Grundsätzlich erstmal eine Sache, wo ich sage, respektiere ich, Digga, finde ich auch gut, dass das mal so weit gekommen ist, weißt du? Nur bis zu einem gewissen Punkt ignorieren kann. Zudem wollen zum Beispiel die Bauern aus dem Saarland Mahnwachen vor den Büros ihrer Bundestagsabgeordneten starten, um deutlich zu zeigen, an wen sich der Protest richtet. Der Mainstream beobachtet das Ganze sehr genau, wohl wissend, dass ein sich hinauszögernder landesweiter Bauernprotest einen immensen Einfluss haben kann, gerade weil die Bevölkerung dadurch sieht, wie schlecht all jene, die unser System tagtäglich am Laufen halten, von der Ampel behandelt werden. Die linksgrüne Regierung, die sich an nicht gewählte Organisationen wie das Weltwirtschaftsforum verkauft hat, steckt dabei tief in der Bredouille. Kürzlich hat unser Finanzminister Lindner, der sich in Davos regelrecht vor Klaus Schwab verneigte, nochmal in aller Deutlichkeit gezeigt, wessen Politik hier eigentlich umgesetzt wird. Und da ein unabhängiges Volk, das sich selbst versorgen kann, viel schwieriger in den Globalkommunismus geführt werden kann, muss die regionale Landwirtschaft aus Sicht der Davos-Clique langsam aber sicher abgeschafft und durch eine hochzentralisierte Lebensmittelproduktion ersetzt werden, was bereits in den Niederlanden versucht wurde, dort alle... Ab in die Selbstversorgung rein, meine lieben Freunde. Wir müssten eigentlich alle anfangen, selbst anzupflanzen, sage ich dir ehrlich. ...vorerst gescheitert ist, was sich nun bei uns in Deutschland zu wiederholen scheint. Der Bürger sieht aktuell, dass die Regierung nicht nachgeben will, obwohl es doch eigentlich nur um Agrardiesel geht. Da aber insgeheim die Zerstörung der Landwirtschaft anvisiert wird, was zu einem weitaus größeren Plan gehört, kann die Regierung nicht nachgeben, da sie damit auch alle zukünftigen Schritte aufgeben müsste. Also bleibt die Ampel stur und hofft, dass die Proteste von sich aus abklingen. Doch das genaue Gegenteil ist der Fall, womit sich die Regierung noch... ...in die Grube hinein befördert. Die Frage ist, ob das nicht vielleicht sogar gewollt ist, so. Dass sie auch nicht einknicken und dass sie das vorantreiben, quasi so. Weißt du, was ich meine? Ihr müsst euch immer so vorstellen.
Die Leute, die die politische Bühne kontrollieren, sind ja nicht die Leute, die wir sehen auf der politischen Bühne. Ne? Das müssen wir alle mal verstehen, dass es eine Hand hinter der Hand gibt und dahinter gibt es auch noch eine Hand. So. Und man muss sich immer die Frage stellen, wenn solche Dinge passieren und es auch keine Lösung in Aussicht ist, ob überhaupt eine Lösung gefunden werden soll oder ob das nicht auch Teil des Plans ist, dass diese Jungs innen weiter auf die Straße gehen und weiter demonstrieren und weitermachen einfach. Weißt du, was ich meine? So, das muss man sich halt wirklich bewusst fragen, was könnte noch dahinter stecken, warum das Ganze nicht gestoppt wird und warum das so weit geht, weißt du? Wobei ich das aber auch nicht kleinreden will, dass die Bauern mal die Eier in die Hand genommen haben und gesagt haben, ey, wir lassen das nicht mit uns machen, so, weißt du, das ist erstmal menschlich gesehen, aus dem volkstechnisch gesehen so eine wichtige Geschichte, weißt du, finde ich gut, Digga, habe ich Respekt vor, eine geile Sache, aber dann im nächsten Schritt frage ich mich dann, warum ist das so, warum wird das gerade so toleriert und warum werden keine Lösungen gesucht, was könnte der wirklich langfristige Plan dabei sein, so, weißt du, was ich meine, genauso auch bei der ganzen AfD-Geschichte, auf die wir jetzt gleich auch noch eingehen werden, so, man muss immer versuchen, so zu denken wie die Leute, die den ganzen Laden mehr oder weniger auch kontrollieren. Die sind ja nicht dumm, so. Die denken ja nicht nur einen Schritt voraus, so, oder zwei. Und wir tendieren oft dazu, einfach nur das zu sehen, was wir gerade vor den Augen haben und dann zu sagen, ja, ist eine gute Sache, müssen wir alle unterstützen, egal wie, was, wo, und versuchen nicht mal zwei, drei Schritte weiter zu denken und uns zu fragen, ey, was könnte eigentlich noch da so, was, weißt du, wie ich meine? So. Wie sie sich mit dem Verrat des eigenen Volkes selbst geschaufelt hat. So schreibt der Münchner Merkur. Neue Bauernproteste drohen, dann kommt es zur Eruption. Diese ganze Scheiße, die gerade passiert, mit diesen Demonstrationen gegen rechts und so, und dann diese ganze, dass die ganzen Leute die AfD so heftig supporten in Deutschland und auch die angeblich alternativen Kanäle da ganz tief mit drin sind und nur noch denken, dass die AfD die Rettung für Deutschland ist und so, das ist auch alles, meiner Meinung nach, das ist auch alles irgendwie orchestriert teilweise, weißt du? Wir müssen ruhig bleiben. So, und dürfen uns von diesem ganzen Scheiß nicht in den Bann ziehen lassen. Das versuche ich bei mir persönlich auch. Ich nehme da keine Position an. Ich mache keine Demonstration gegen rechts und ich sage auch nicht, dass die AfD die Rettung für Deutschland ist. So. Ich versuche da in meiner eigenen Mitte drin zu bleiben und versuche logisch zu verstehen, was passiert da eigentlich gerade, weißt du? Und dann will ich einer sein, der versucht, das Volk zusammenzubringen. Und mal auf diese ganze politische Scheiße mal einen Fick gibt, so. Weil das ist nicht die Lösung. Die Lösung wäre, dass wir im Volk endlich mal zusammenkommen und uns nicht die ganze Zeit mit irgendeiner Scheiße spalten lassen, so. Auch der Versuch, die Bauern, die sonst eher dem grünen Spektrum zugeordnet wurden, plötzlich als Rechtsextremisten hinzustellen, hat nicht funktioniert und stattdessen viele Bürger in der politischen Mitte aufgeweckt, was die Ampel mehr als 10% ihrer Wähler gekostet hat. Danach wollten uns die Medien weismachen, dass die Bauern eigentlich stinkreich seien und ihr Protest deswegen nicht gerechtfertigt sei, was eine blanke Lüge ist, noch mehr Menschen aufgeweckt hat und rein gar nichts daran ändern konnte, dass mittlerweile mehr als 80% der deutschen Bevölkerung hinter den Bauern stehen, die so zu einem Sprachrohr für die Forderung nach einem Rücktritt der gesamten Regierung und Neuwahlen geworden sind. Nun, wer sind die 20%, die nicht hinter den Bauern stehen? Ja, ein Blick auf die neueste Forsa-Umfrage zeigt, dass die Ampel derzeit nur noch von 31% der Bürger unterstützt wird und wir können davon ausgehen, dass die 20% in ihrem Lager zu finden sind. Gleichzeitig bedeutet das aber auch, dass die konservative Mehrheit bezüglich der Bauernproteste eine Schnittmenge mit ca. 1/3 der Ampelwähler hat, was ein überaus gutes Zeichen ist und Sinn ergibt, da sich die Grünen bis zur Wahl 2021 eigentlich immer für die Landwirtschaft eingesetzt haben oder dies zumindest vorgaben. Wenn sich nun also links und rechts die Hand reichen oder sich zumindest solch eine Entwicklung anbahnt, muss die nach dem Teile- und Herrsche-Prinzip agierende Regierung natürlich intervenieren. Und so ist es kein Zufall, dass das linke Recherchenetzwerk Korrektiv plötzlich mit seinen Informationen zu einem vermeintlichen Geheimtreffen von AfD-Politikern und Rechtsextremen in Potsdam herausrückte und der sich gerade annähernden Bevölkerung eintrichterte, der rechte Rand wolle Millionen Passdeutsche mit Migrationshintergrund vertreiben. Ja. Ey, in der heutigen Welt schließe ich nichts mehr aus, sag ich dir so, wie es ist. Tatsächlich war es ein nicht geheimes, sondern privates Treffen von Politikern und Geschäftsleuten aus dem konservativen Spektrum, bei dem neben zahlreichen anderen Themen auch über die Lösung der Migrationskrise gesprochen wurde. Wie mittlerweile von zahlreichen Teilnehmern des Treffens bestätigt wurde, ist dabei nie von der Vertreibung von Migranten, geschweige denn deutschen Bürgern, die Rede gewesen. Das Ganze ist nicht weniger als ein Angriff des linksgrünen Blocks auf die aufstrebende Opposition,
wobei die Abwanderung von Wählern mit Hilfe dreister Lügen gestoppt werden soll. Alle Ampelparteien, aber leider auch die CDU, nutzten die angeblichen Enthüllungen als Munition gegen die AfD im Bundestag, während linke Netzwerke zum Protest für die Demokratie Alles orchestriert meiner Meinung nach so, um noch mehr Aufmerksamkeit auf diese Partei zu bringen so. Ich bin davon überzeugt, dass im Hintergrund Dinge laufen, von denen wir keine Ahnung haben so. Wir dürfen nicht immer nur das betrachten, was wir präsentiert bekommen, sondern müssen weiterdenken. Und so die verbliebenen 20 und mies recherchieren, wenn ich das so sagen darf. Prozent mobilisierten. Offiziell wurden dabei beachtliche Teilnehmerzahlen erreicht, wie zum Beispiel 80.000 Menschen in Hamburg und vorgestern 200.000 Menschen in München, wobei in den freien Medien sofort Zweifel aufkamen, ob diese Zahlen stimmen können. Ja, es ist diese Spaltung, die die haben möchten, weißt du? Die wollen das, Digga. Die wollen das genauso, wie es gerade läuft, meiner Meinung nach so. Schön rechts gegen links, Digga. Schön die Leute, die AfD-Fanatiker sind, gegen die Leute, die AfD-Hasser sind so und dann gegeneinander. Geil. Dann haben wir das, was wir wollen. Wir wissen ja, wie die Medien die Teilnehmerzahlen der Corona- und Bauernproteste heruntergespielt haben, weshalb man davon ausgehen kann, dass sie bei den Demos gegen rechts... Ich persönlich mach da nicht mit. Ich halte mich da raus. So, sollen die alle machen, was sie wollen. Ich bin in der Mitte. So, in Alignment, Bruder. Mit Gott. Mit meiner Zirbeldrüse und meiner Wirbelsäule. Mich kriegen die nicht. Das genaue Gegenteil tun. Mittlerweile sind auch Beweisbilder aufgetaucht, die zeigen, dass wohl mit Photoshop etwas nachgeholfen wurde, um die Proteste größer aussehen zu lassen, als sie eigentlich waren. Doch das spielt ohnehin nur bedingt eine Rolle. Die Ampel schöpft aktuell noch aus einem Pool von ca. 15 bis 20 Millionen Menschen, der insbesondere in den Großstädten sitzt und sich damit natürlich leichter mobilisieren lässt, vor allem, wenn man den Menschen einredet, dass die AfD alle Migranten und deutschen Staatsbürger mit Migrationshintergrund vertreiben wolle, sobald... Ja, aber wenn ich mir das Bild jetzt hier mal zum Beispiel so angucke, das kann ja nicht der ausschlaggebende Grund sein, warum die auf die Straße gehen, weil ich sehe eigentlich... Sehe ich überhaupt irgendwo einen Ausländer? Weißt du, was ich meine? So. In die Macht kommt. Aus diesem Blick... Hab auch von Belasch... Belasch habe ich auch gesehen... Es gab wohl irgendwelche auch Migranten und Kennex, die auch dafür, die auch auf die Straße wollten und dann war da auch wieder Spaltung. Weil diese Anti-Rechts-Demos nicht erlaubt haben, dass da Leute mit Palästina-Flagge kommen oder Leute, die wirklich einen echten Migrationshintergrund haben. Und dann, weil das auch teilweise von Fridays for Future und so. Bruder, da passieren ganz viele komische Sachen, deswegen, ich halte mich da raus. Sind die Teilnehmerzahlen gar nicht so beeindruckend. Zudem hat die Antifa... Ich höre auf mein Gefühl, weißt du? Und mein Gefühl sagt mir, dass das alles orchestriert ist und dass beide Seiten auch gesteuert sind so. Und dass wir uns in der Mitte bewegen sollten und zusammenkommen sollten und uns nicht spalten lassen sollten. Ich muss das nochmal sagen. Zum Beispiel bei ihrem Protest in Dortmund mal wieder deutlich gezeigt, wer das eigentliche Problem ist. Während die Bauernproteste trotz aller Warnungen überaus friedlich verlaufen sind, kam es bei den Linken mal wieder zu gewaltsam. Stabiler Polacke sagt gerade, finde nur schade, wie Deutschland sich selbst in den Ruin treibt. Bruv, das ist auch eine Sache, die bewusst so gemacht wird, weißt du? Da haben die Politiker auch nicht wirklich was mitzuentscheiden. Und ich glaube, geht auch schon länger so, dass das versucht wird, Deutschland... Im Endeffekt geht es eigentlich nur darum, Deutschland zu kontrollieren. So, weil Deutschland auch ein... Wichtiger Dreh- und Angelpunkt ist gerade Eurasien so, weißt du? Und es war schon ganz früh eine Sache, die Leute, die das Imperium auf dem Schirm hatte. So, wenn wir Deutschland nicht unter Kontrolle haben und da nicht 1000 Militärbasen haben und das steuern so, auch politisch, dann haben wir ein bisschen, so, dann ist es nicht ganz so stabil. Und deswegen müssen wir die Jungs innen kontrollieren. So, das ist schon, glaube ich, ein längerer Plan, schon immer gewesen, weißt du? Auseinandersetzungen mit der Polizei und Andersdenkenden, wobei es sogar Verletzte gab. Ja, zudem sollten sich die Linken mal drei fundamentale Fragen stellen. Erstens, wenn sich bei dem Treffen in Potsdam doch die vermeintlich Bösen versammelt haben, wie kommt es dann, dass ihre große Hoffnung Sarah Wagenknecht jahrelang Kontakt zum Initiator des Treffens, Gernot Möhrig, hatte? Zweitens, wenn die Linken doch angeblich solch mutige Gegner des aktuellen Systems sind, wie kommt es dann, dass sie vom Verfassungsschutzpräsidenten Haldenwang persönlich für ihre Proteste gelobt werden? Das ist auch auf jeden Fall ein gefärbtes Video so. Also der Cousin Lion Media ist auch auf jeden Fall auf dieser AfD-Seite anti alles andere so.
Und ich kann das auch verstehen, dass viele Leute diesen Standpunkt annehmen und dann sagen so, okay, das ist die einzige Lösung für Deutschland und der Rest ist keine Lösung. Für mich sind beides keine Lösung. Für mich ist beides kontrollierte Opposition. Sowohl auf der einen Seite die ganze Wagenknecht, bla bla bla, Linksgeschichte und diese ganze Weidel, AfD. Wenn du guckst, wo die Weidel herkommt und mit wem die gearbeitet hat, Goldman Sachs, auch mit fucking... Die Leute, die deren Geld kontrollieren, sind auch mit Klaus Schwab und WEF. Also das sind überall Verbindungen, die meisten Leute gar nicht checken wollen und dann einfach sagen, naja, passt schon. Das ist das, was ich meinte. So, die Leute wollen gar nicht mehr richtig tief in die Recherche reingehen. Die Leute wollen gar nicht mehr richtig verstehen, wer ist wer eigentlich so? Wer könnte eigentlich alles kontrolliert sein so? Sollte ich dem ganzen Laden, der da in Berlin abhängt, Digga, egal welche Seite, überhaupt noch vertrauen? Sicher kann es gar nicht werden, dass sich die Linken hier als nützliches Werkzeug des Staates instrumentalisieren lassen. Doch das hat sie auch während der Pandemie nicht zum Nachdenken gebracht, als sie alle aufwachten. Einer schreibt, früher war alles besser, das ist Fakt. Dem würde ich nicht zustimmen, so. Was meinst du mit früher, so? Meinst du in der Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg, wo Deutschland quasi zerstört war? Und Leute wegen Hungersnot gestorben sind und so? Wir haben schon mal deutlich härtere Zeiten gehabt, generell, so auf der ganzen Welt. In vielen Bereichen, sag ich mal so, weißt du? Deswegen dieses früher ist alles besser, war alles besser und so, ist auch so ein Gelaber, das stimmt auch nicht wirklich, weißt du? Das versucht man sich dann selber einzureden, so früher war alles besser und so. Und ey, Mann, ihr müsst auch mal ins Vertrauen reinkommen. Im Endeffekt kommt alles so, wie es kommen soll. Wir brauchen uns da gar nicht zu krass aufregen oder sagen, ey, früher war alles besser und das Leben ist scheiße und die Welt ist scheiße und alles ist gegen uns. Gegen mich und so. Das ist auch eine Sache, die erreichen wollen, dass wir dieses Mindset haben. So. Alles ist gut. Alles ist genau so, wie es sein soll. Und alles wird genau so kommen, wie es kommen soll. Konzentrier dich auf dich, deine Liebe, deine spirituelle Verbindung, auf das Göttliche. Und alles wird gut. Menschen zwangsimpfen wollten. Und drittens, wenn sie doch angeblich für den Schutz der Demokratie auf die Straße gehen, warum fordern sie dann im gleichen Atemzug das Verbot der aktuell zweitgrößten Partei Deutschlands, was so ziemlich... Stabiler Polacke sagt jetzt wieder, Bruder, also ist nichts machen besser. Was meinst du denn mit, für mich ist nichts machen, einer Partei vertrauen, Kreuzchen abgeben und dann wieder nach Hause auf die Couch gehen und ein Bier trinken, Dicker, und schön gar nichts machen, so. Wer predigt denn hier nichts machen? Hör mir mal zu, wenn ich das sage, was ich sage. Guck mal, wie viele Sachen ich sage, wo du sofort in der Selbstverantwortung Dinge umsetzen kannst und dein eigenes Leben verändern kannst, so. Das willst du jetzt mit nichts machen gleichsetzen? Bro. Jeden Grundsatz einer Demokratie verstößt. Die Demokratie funktioniert nur, wenn sich alle politischen Richtungen in Form von Parteien ausdrücken dürfen und es einen allgemeinen Austausch der Bevölkerung über vorstehende Veränderungen gibt. So ziemlich gegen jeden Grundsatz einer Demokratie verstößt. Die Demokratie funktioniert nur, wenn sich alle politischen Richtungen in Form von Parteien ausdrücken dürfen und es einen allgemeinen Austausch der Bevölkerung über bevorstehende Veränderungen gibt. Der linksgrüne Block will sich aber nicht austauschen und stattdessen lieber jene Parteien verbieten, die nicht mit ihrem Weltbild übereinstimmen. Der Inbegriff eines Antidemokraten. Die Welt schreibt dazu: AfD-Verbot. Ab bestimmter Größenordnung kann man eine Partei nicht mehr verbieten. Ja, und diese Größe ist längst erreicht, weshalb der Grünen-Chef Nuripur nun das Verbot der AfD-Jugendorganisation Junge Alternative fordert. Und was hat ihnen das ganze Theater gebracht? Rein gar nichts. Wie der Spiegel besorgt feststellen muss, ist die AfD trotz der gleichgeschalteten Propaganda überhaupt nicht geschrumpft. Ganz im Gegenteil, sie bleibt stabil bei 22. Es gibt keine schlechte Presse, so. Das vergessen die Leute auch immer, wenn die sowas erwähnen, weißt du? Die sagen, ja, ist ja nur schlechte Propaganda und ist alles gegen die Leute. Und so. Bro, wenn du Presse bekommst, dann kriegst du Aufmerksamkeit. Fertig aus. Es gibt kein schlechtes Marketing oder schlechte Aufmerksamkeit, so. Aufmerksamkeit ist Aufmerksamkeit. Und wenn die Jungs innen immer überall erwähnt werden und in jedem Artikel und versucht werden, schlecht zu reden und so, werden die immer nur noch mehr Aufmerksamkeit bekommen. Und ihr wollt mir erzählen, dass die das nicht wissen? Ein Spiegel oder die ganzen anderen Zeitschriften, die darüber reden und die ganzen anderen großen Sender und was auch immer, wo das immer wieder Thema ist. Ihr wollt mir jetzt erzählen, dass die nicht wissen, dass es keine negative oder schlechte Promo gibt? Der Stimmen. Jungs. Keine Wähler verloren, obwohl die Linken gerade ihr bestes Pulver verschossen haben. Doch.
der AfD mittelfristig etwas bringen. Schauen wir uns nochmal die letzte Forsa-Umfrage an. Bereits jetzt ist klar, dass die Ampel in ihrer aktuellen Zusammensetzung spätestens 2025 abgewählt wird. Mittlerweile fehlen ihnen ganze 19% für eine regierungsfähige Mehrheit, was sie dank ihrer miserablen Politik auch nicht mehr aufholen werden. Eigentlich spricht alles für eine konservative Koalition aus AfD und CDU, die bereits jetzt auf 53% der Stimmen kommen würde. Das Problem ist allerdings, dass die CDU unter Leitung des ehemaligen BlackRock-Funktionärs Friedrich Merz weiterhin ihre konservativen Wähler und sich stattdessen dem sterbenden linksgrünen Lager zuwendet. Auch wenn die Rufe innerhalb der Partei immer lauter werden, ist eine AfD-CDU-Koalition zum aktuellen Zeitpunkt so gut wie ausgeschlossen, da die Partei die gleiche Agenda verfolgt wie die Ampelregierung, was wir unter anderem in der Merkel-Ära deutlich gezeigt bekommen haben. Die Betonung liegt dabei auf zum aktuellen Zeitpunkt, denn nach der neuesten Umfrage wäre es der CDU noch möglich, mit Grünen und SPD zu koalieren, wobei sie auf 58% der Stimmen kommen würden und dies den Bürgern als etwas konservativere Version der Ampel verkaufen könnten. Sollten CDU, Grüne und SPD allerdings bis zur nächsten Wahl insgesamt mehr als 8% der Stimmen verlieren, würde dieser Plan nicht mehr aufgehen. Natürlich wäre rein theoretisch auch eine Viererkoalition möglich. Allerdings hat es das in der deutschen Geschichte noch nie gegeben, da eine Koalition mit 4 Teilnehmern als zu instabil gilt und deshalb vermieden wird. Die CDU muss also hoffen, dass SPD und Grüne genug Stimmen erhalten, um die benötigten 50% aufzufüllen, denn ansonsten geht ihr Plan, eine AfD-Regierung zu verhindern, nicht auf. Es kommt auch das Bündnis Sarah Wagenknecht für eine Koalition in Frage, doch die neuesten Umfragen zeigen, dass Baum über die 7%-Marke schaffen wird und damit, genauso wie die Linken zuvor, einen Stammplatz in der Opposition erhalten wird. Wie können CDU, Grüne und SPD nun also bis zur nächsten Wahl unter die 50%-Marke getrieben werden? Nun, bei ihrem aktuellen Kurs traue ich den beiden Ampelparteien zu, mindestens weitere 3-4% einzubüßen. Im Optimalfall, wenn sich der derzeitige Trend fortsetzt, fallen sowohl Grüne als auch SPD unter die 10%-Marke, womit sich das Problem schon gelöst hätte. Doch was, wenn sich die Ampelparteien auf dem aktuellen Level fangen? Dann müsste die CDU geschwächt werden, um eine Kenia-Koalition zu verhindern. Ja, und genau zu diesem Zweck haben der ehemalige Verfassungsschutzpräsident Hans-Georg Maaßen und der ehemalige Chef des Degussa Goldhandels, Markus Krall, Ende letzter Woche eine neue politische Partei gegründet. Konkret wurde der Verein Werteunion, der seit Jahren ein Anlaufhafen für den erzkonservativen Rand der CDU, CSU und AfD ist, durch eine Abstimmung aller Mitglieder in Erfurt in eine Partei umgewandelt. Ja, und der gesamte Stream inklusive der Politik unterschätzt aktuell noch, was für massive Auswirkungen diese Parteigründung haben wird. Der Münchner Merkur spekuliert gar, dass Maaßen mit seiner Partei in Konkurrenz zur AfD treten und ihre Wähler abziehen möchte, was ja aus Sicht der Linken eigentlich etwas Gutes wäre. Die CDU winkt die Bedeutung der neuen Partei derweil ab, zeigte sich sogar erleichtert, dass Maaßens Werteunion nun endlich, Zitat, die rechte Ecke von CDU und CSU aufräumen werde. Nun, zunächst sei gesagt, dass Maaßen bereits klargestellt hat, dass er nicht mit der AfD konkurrieren werde, sondern gerne mit ihnen zusammenarbeiten würde. Aha! Union wird damit der erste verlässliche Koalitionspartner der AfD sein und mit ihr gemeinsam für eine Mehrheit kämpfen. Ich bin gespannt, wenn Rechtsaußen quasi an die Macht kommt in Deutschland, was dann passieren wird. So. Ich wünsche mir das auch, ne? Ist jetzt nicht so, dass ich sage, ey, wow, wir müssen das unbedingt vermeiden und das ist voll heftig und bla 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 und wir müssen alles dafür tun und so. Ich glaube, wenn die an die Regierung oder an die Macht kommen sollen, dann werden die an die Macht kommen. Und ich habe das Gefühl, die sollen auf jeden Fall dahin. Also so wie das alles orchestriert wird, in welche Richtung das gerade geht, spricht für mich alles dafür, dass es genau so sein soll. Und dann bin ich mal gespannt so. Ich bin da gespannt, weißt du, wie ich meine? So, ich bin da echt drauf gespannt einfach. Und guck mir das dann an. Mit Abstand aber. Ja, und aus welchem Pool können sie dabei schöpfen? Klar wachen auch immer mehr Ampelwähler auf, doch der Elefant im Raum ist die CDU-CSU. Wie gesagt, ist bereits ein großer Teil des erzkonservativen Randes beider Parteien Mitglied in der Werteunion. Und da die CDU bereits klargestellt hat, dass sie keine doppelten Mitgliedschaften zulassen werden, wandert dieser Teil mit hoher Wahrscheinlichkeit zur Werteunion ab. Maaßen hat in einem Interview allerdings angekündigt, dass sie insbesondere die bayerische CSU... Halt mal die Füße still aber, ne? Jungs, haltet mal die Füße still. Hört mal auf, jetzt hier heftig miteinander zu streiten. Das ist genau das, was die wollen, ihr Maniacs, Digga! Mann, ey, versteht ihr das nicht? Checkt ihr das nicht, diese Diskussion, die ihr gerade im Chat habt, ne? Links, rechts, mechts, dies, das, bla, bla, bla. Das ist genau das, was passieren soll, Bruder. Scheiße. Wie sie nehmen werden. Warum ist das entscheidend? Nun, tatsächlich hat die Ampel am 17. März... Genau das, Digga. Ihr zeigt gerade genau das, was die mit uns machen wollen. Ihr präsentiert uns das gerade hier live im Chat. So. Das ist das Ziel. Dass wir nicht zusammenkommen und vernünftig, respektvoll miteinander reden, akzeptieren, dass wir verschiedene Meinungen haben, sondern dass wir gegeneinander kämpfen und uns beleidigen.
2023 eine Wahlrechtsreform verabschiedet, mit der die Grundmandatsklausel abgeschafft wurde. Das bedeutet, dass nun alle Parteien, die an der Bundestagswahl teilnehmen, mindestens 5% der Stimmen erreichen müssen und nicht mehr wie bisher über 3 Direktmandate in den Bundestag einziehen können. Das bedeutet, dass die CSU, obwohl sie nur in Bayern antritt, auf mindestens 5% kommen muss, sonst erhalten alle ihre Abgeordneten keinen Sitz im Bundestag, was die CDU-Fraktion dann ebenfalls deutlich verkleinern würde. Die Ampel hat dieses Gesetz verabschiedet, um der CDU-CSU zu schaden, die natürlich dagegen gestimmt hat, hat mit diesem Schritt aber unwissentlich den Weg für eine zukünftige AfD-Regierung geebnet. Denn die Werteunion wird, gerade weil die CDU und CSU keine echten konservativen Werte vertritt, sehr schnell einen großen Teil ihrer Wähler anziehen und sich dabei als konservativere CDU profilieren. Und vor 2 Tagen wurde wieder eine INSA-Umfrage, diesmal von Junge Freiheit und Handelsblatt und anderen veröffentlicht. Da hätten wir ein Potenzial von 15% auf Bundesebene. Und das muss ich sagen, das ist schon ein sehr ermutigendes Signal. Wer vertraut solchen Leuten? Ja, ich bin so weit weg davon, dass ich so einen Leuten überhaupt noch ansatzweise irgendein Prozent von meinem Vertrauen gebe, ne? Das ist die CSU, die bei der letzten Bundestagswahl gerade so auf 5,2% kam. Das ist für mich wie ein Film, so, weißt du, wie ich meine? Und es ist für mich auch unverständlich, dass Leute sich das reinziehen und dann so Bundestagsreden von irgendjemandem posten und sagen, guck mal, die sagen, was wir fühlen und so dies, das. Und gar nicht, also, weißt du, das ist für mich persönlich, es ist wie Matrix schon. Es ist wie Matrix, sag ich dir ehrlich. Unter die 5%-Marke zu treiben, fällt die CDU in Berlin bereits auf 25-26%. Doch natürlich werden auch von ihr Wähler zur Werteunion abwandern, weshalb ich schätze, dass die CDU am Ende bei 22-23% landen wird. Eine Kenia-Koalition mit Grünen und SPD wäre dann schon nicht mehr möglich. Kenia, den Mann, Alter, wir sind da. Free Africa. Sollten AfD und Werteunion eine Mehrheit erreichen, was gar nicht so unwahrscheinlich ist, steht die neue Regierung bereits. Brauchen sie einen weiteren Koalitionspartner, muss entweder die CDU bekehrt werden, die spätestens dann begreift, dass sie vollends untergehen wird, falls sie sich weiter dem Wählerwillen widersetzt. Vielleicht ergreift aber auch Sarah Wagenknecht die Chance und steigt in das Bündnis ein, mit der Begründung, dass sie so ja mehr zum Guten beeinflussen könnte, als in der Opposition. Wen sollen wir uns sonst anvertrauen? Dir selbst und Gott, mein Jutster. Also ihr seht, die Gründung der Werteunion könnte tatsächlich der fehlende Schlüssel sein, der den politischen Wandel in Deutschland möglich macht und den gesamten linksgrünen Block aufs Abstellgleis verfrachtet. Genau das Gleiche passiert gerade in zahlreichen europäischen Ländern, die aufwachen und die Agenda, die gegen unsere Heimat gerichtet ist, zu erkennen beginnen. Ungarn. Ihr erkennt gar nichts. So. Wenn ihr angeblich aufwacht und euch von die linke Seite auf die rechte Seite verfrachtet und dann wieder denselben Idioten, wo dieselben Menschen dahinter stecken und die kontrollieren, denen dann vertraut. Da seid ihr nichts. Ihr seid nicht aufgewacht. Seid ihr nicht. Wenn du aufwachst, dann nimmst du dein Vertrauen und gibst es diesen Leuten nie wieder. Dann bist du aufgewacht so. Du nimmst dein Vertrauen, packst es in dich selbst rein. Verbindung mit dem Höheren, mit Gott, mit dem Universum, mit der Natur, mit den Tieren. Dann bist du aufgewacht so. Aber verfrachtest du dein Vertrauen von links nach rechts, Bruder, hast du nichts getan. Griechenland, Italien, die Niederlande, Großbritannien, Norwegen, Schweden, Finnland. Überall kommen konservative Regierungen an die Macht und leiten so eine neue Epoche für unseren Kontinent ein. Deutschland führt da... Wie sieht dein Vertrauen in Mexiko aus? Ich habe immer Vertrauen. Schlussstein bilden und Europa zu einer Festung gegen den Globalismus machen. Deswegen ist es so wichtig, dass wir jetzt nicht nachlassen, die Bauern unterstützen und wichtige Informationen so weit wie möglich verbreiten. Denn nur so wird der nächste große Schachzug gelingen. Ich werde, egal was kommen mag, weiter von der medialen Front berichten und bedanke mich dabei von Herzen bei jedem, der meinen Frank... Okay, reicht jetzt hier mit Politik, ich schwör's dir, Alter. Politik ist mittlerweile für mich richtig NPC-Gelaber, so, weißt du? Alles auch nur gar nicht, hat nichts mit der Realität zu tun für mich persönlich. Ist für mich ein Film, alles ist orchestriert, man, ist extra so, die Dinge passieren extra so, wie sie passieren. Damit wir uns die Scheiße reinziehen und dann denken und dann diskutieren und dann eine Seite annehmen und dann gegeneinander arbeiten und so ein Shit. I don't like that, man. Aber das ist meine persönliche Ansicht so. Jeder soll machen, was er für richtig hält und soll glauben und denken und überzeugt sein von dem, was er für richtig hält. Ich liebe jeden von euch und ich hoffe, dass wir alle gemeinsam endlich irgendwann aufwachen und zusammenkommen, unser Bewusstsein steigern und mit Liebe gegen Hass kämpfen und nicht mit Hass gegen Hass kämpfen. Ich liebe euch. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin. Peace out. Wir verlieren den Glauben nicht ans Gute so. Wir bleiben stabil, weißt du? Wir gucken, also ich gucke auf jeden Fall, ich versuche mir einfach selbst treu zu bleiben, versuche ein guter Mensch zu sein, versuche meine Verbindung mit dem Göttlichen immer weiter zu steigern und dann die Erkenntnisse, die ich da habe, einfach mit Menschen zu teilen. Und dadurch, dass ich viel alleine bin, dass ich mir von dem ganzen Scheiß nicht zu viel reinziehe, dass ich viel bete, viel meditiere, viel in der Natur bin und so, fühle ich, wenn ich Dinge sehe, fühle ich die Wahrheit. Ich fühle immer Sachen, weißt du? Und du kannst mich nicht mehr so einfach kontrollieren.
Die Leute, die kein Gefühl mehr haben, keine Verbindung mit dem Göttlichen haben, kein starkes Fundament haben, so, die lassen sich leicht beeinflussen. Die gucken sich einen Bericht an, die gucken sich ein Video an, die gucken sich irgendwas im Fernsehen an. Die gucken sich irgendwas an und lassen sich davon sofort beeinflussen, weil sie nicht richtig fühlen können. Digga, es ist eigentlich richtig falsch, Digga, was passiert hier eigentlich gerade? Weißt du, was ich meine so? Sondern sich direkt mit ihren Emotionen davon steuern lassen, unbewusst. Und das ist eine Sache, die lasse ich nicht zu. So, ich bin stabil, ich bin stark und ich will noch stabiler sein und ich will noch stärker sein, dass mich diese Matrix-Kacke, diese ganze Programmierung nicht beeinflussen kann. Weißt du, was ich meine? Und ich wirklich selber Entscheidungen treffe und mir ist auch egal. Mann, Jungs, Mädels, ich weiß ganz genau, wenn ich mich hinsetzen würde und auch einen AfD-Schwanz lutschen würde, ne? Weißt du, wie viel Daumen nach oben, Likes und so, weil gerade ein Großteil, gerade in dieser alternativen Bubble, auf diesem AfD-Dick rumsackt, so, würde ich voll viel Aufmerksamkeit kriegen und alle würden mich lieben und alle würden es feiern, weil ich auch noch eine andere Hautfarbe habe und diese ganzen Sachen und so. Aber ich bin ja nicht dumm. So, ich mache ja nicht nur die Sachen, die funktionieren. Ich mache die Sachen, die sich richtig anfühlen. So. Und da bin ich auch von den ein oder anderen Kandidaten echt enttäuscht, die ich auch teilweise reagiert habe, so, und einen auf, wir sind alternativ und wir sind aufgeweckt und dies, das, bla, bla, bla. Und dann da extrem drauf reinfallen. Oder einfach die Klicks mitnehmen oder die Daumen nach oben, was auch immer so. Ich mach da nicht mit. Ich mach auf keiner Seite mit so. Ich bleib mir selbst immer treu. Das ist das Allerwichtigste. Und das werde ich niemals aufgeben und verlieren. Und es ist mir auch scheißegal, ob Leute mich fühlen, nicht fühlen. Weil ich weiß, dass viele von der alternativen Szene, die auch meine Videos gucken, voll auf diesem AfD-Film unterwegs sind. Aber das juckt mich nicht. Ich bleib mir selbst treu und mach das, was ich für richtig halte so. Und das, was ich fühle. Und dabei bleibe ich auch.